Dieses Video wird präsentiert vom Shoot Club, dem Waffenfachhandel. Wir sind jetzt hier beim Stand von Holosun und es gibt hier so zwei wichtige Neuheiten, die ich euch zeigen möchte. Die eine Neuigkeit ist eben das Mikrovisier, besonders designt eben für die Pistolengröße. Man kann es natürlich auch mit einem Adapterstück auf normale Gewehre montieren oder auf Maschinenpistolen oder wie man auch immer möchte. Holosun ist grundsätzlich dafür bekannt, dass sie einen sehr niedrigen Preis haben, aber eine sehr hohe Qualität bieten. Also die haben nicht dieselben Zertifizierungen wie jetzt ein Aimpoint oder ein EOTech, was halt die militärischen Zertifikate angeht. Aber sie bieten eigentlich dieselbe Qualität rein, wenn es um die Funktion und die Stabilität geht. Also sie halten genauso viel auf einem Gewehr aus und sie bieten einem dieselbe Qualität von Laser und dieselbe Qualität von Verarbeitung. Interessant ist eben hier, wie gesagt, das Mikrovisier. Hier in der Version mit Sonnenkollektor, sodass es eben automatisch die Helligkeit einstellt. Vom Sichtfeld relativ ähnlich zu einem Doctor Sight aufgebaut, nur halt wahrscheinlich deutlich günstiger. Und zum Thema Preis kommen wir eben noch. Holosun möchte neben den günstigen Visieren, die sie haben, eben jetzt noch Premium-Visiere anbieten. Wir haben jetzt eben hier zum Beispiel ein Visier aus der Premium-Linie. Dieses hat eigentlich so grundsätzlich dieselben Features wie die günstige Linie auch, aber zwei Unterschiede. Einmal, es hat zusätzlich ein grünes Retikel, also wir können die Farbe von grün auf rot umschalten, beziehungsweise andersherum. Und das komplette Gehäuse ist eben aus Titanium gefertigt. Bei den Preisen sind wir hier deutlich drüber, also wir reden hier schon von 100 bis 200 Euro mehr pro Visier. Dafür haben wir eben eine noch höhere Qualität und eine leichtere Bauweise. Nachdem es jetzt eben schon die grünen Visiere im Airsoft-Bereich schon sehr lange gibt, im Airsoft-Armbrust- oder Luftgewehr-Visierbereich, hat jetzt nicht nur EOTech den Sprung zu den grünen Visieren gemacht, also beziehungsweise der wahlweise roten oder grünen Visierung, sondern auch Holosun macht denselben Sprung. Ist eine interessante Entwicklung. Ich persönlich muss sagen, ich kann mit den grünen Visieren absolut nichts anfangen. Ich finde, in den meisten Gegenden ist das Grün einfach zu hell oder fällt eben im freien Gelände eben zu wenig auf. Die Hersteller werden sich aber trotzdem was dabei gedacht haben. Ich kann es bis jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen, aber mal schauen, wie das sich in der Zukunft etabliert. Dieses Video wurde präsentiert vom Shoot Club, dem Waffenfachhandel.